Cosmo. Komm her. Cosmo, Apollo ist doch zu dir gegangen. Spiel doch mit ihm. Katzi, die ganze Nacht und den ganzen Morgen, das kannst du mir nicht antun. Ich bin hier. Hier. Im Schlafzimmer. Falsches Zimmer, hier bin ich. Komm. Was ist? Du hast mich doch gesucht. Komm jetzt her. Katzi. Komm. Komm hier hin. Komm. Hier, komm. Willst du nicht? Cosmo, jetzt schreit Apollo da unten. Geh. Geh zu ihm. Beschäftigt euch gegenseitig. Wofür habe ich zwei Katzen? Hast du es gehört? Was stimmt nicht mit diesen Katzen? Wie kann man so schlafen? Cosmo, wie kann man so schlafen? Diese kleine Robbe und dieses kleine Etwas, was total undefinierbar ist. Katze, nicht das andere Kätzchen angreifen, okay? Ich gehe nur kurz raus. Nein, nein, du gehst nicht raus. Ich gehe raus. Und du kommst nicht rein. Das geht nicht. Ich mach mal lieber zu. Du wolltest rein, nicht wahr? Aber da ist doch der böse Cosmo. Der macht dich doch fertig wie letztes Mal. Das machen wir nicht, okay? Das machen wir nicht. Du kannst in den Garten gehen. Du kannst dich jederzeit bei uns im Garten aufhalten. Ich musste eben nur vor einem Auto retten. Er war irgendwie mitten auf der Straße am Chillen und wusste irgendwie nicht, wo er hinlaufen soll. Dann habe ich ihn auf den Arm genommen, weil da ein Auto vorbeifahren musste. Und das Auto hat mich gesehen, deswegen angehalten. Und dann hat das Auto erst die Katze gesehen. Super gefährlich für das Kätzchen hier. Obwohl hier eigentlich alle Schrittgeschwindigkeit fahren müssten, nicht wahr? Mein kleiner Beißer. Kleiner Beißer. Okay, guck mal. Da kommt der Onkel. Der hat einen Spang, hatten wir schon. Ja, wer? Der ist der schon am Fighten? Ja. Oh nein. Guck mal, wie er kommt, wie er kommt. Ja. Cosmo, sei nicht so böse immer. Ja, der hat mich nur gebissen, aber nur leicht. So, wir gehen jetzt Fotos machen. Ja, Ja, wir das kommen war's. gleich raus. Wir wollen noch Geschirr anziehen. Hallo? Ganz schön dreist. Cosmo hat noch gar nicht sein Geschirr an. Ich bin gerade dabei, das anzuziehen. Ist die Katze noch hier? Okay, wir kommen nämlich raus. Aber die Leine müssen wir vom Wohnmobil noch holen. Und die Kamera. Nicht wahr, Kätzchen? Wo ist Noah? Ich sehe ihn nicht mehr. Siehst du ihn noch? Nee, ne? Ich sehe ihn auch nicht mehr. Boah, diese Katze ist so schwer. Cosmo wiegt mittlerweile 7 Kilo. 7,1 Kilo. Wir gehen jetzt mit Cosmo ein paar Fotos machen im Wald. Und Marcel, Tratz, dreh dich mal. Warte, warte. Marcel muss diesen Riesenkürbis tragen. Kosmos, komm, wir gehen Papi hinterher. Komm, wir müssen hier in den Wald. Wir wollen doch ein bisschen Laub wegen Herbst und so. Kommst du? Hier sind wir. Cosmo, hier lang. Komm schon. Er denkt sich so, hä? Nee. Ich will wie eine zivilisierte Katze über Straße laufen. Komm, komm, komm.
Guck mal, Papi hat schon einen guten Platz gefunden. Komm schnell. Willst du auf Baum klettern? Los! Guck mal, hier ist ein guter Baum. Los, rauf da. Na hopp! Los, hopp, hopp! Willst du nicht? Soll ich mal ein bisschen dich dazu motivieren? Oh nee, das ist nicht gut. Hier, guck mal. Ja, versuch's mal. Guck mal, auf dem Baum kannst du gut klettern. Du kannst das, komm. Siehst du? Hier kannst du schön die Krallen reinjagen. Ups, abgebrochen. Ja, du. Komm, wir gehen mal gucken, wo der Kürbis gelandet ist. Gehen wir? Komm, komm. Komm, komm, komm. Ups. So, aber lass uns einfach mal nicht die Beine brechen, okay? So, hier lang. Oh, da ist guter Laub. Guck mal den. Wie gelb diese ganzen Dinger sind. Was sind das für Blätter? Katzi ist nicht gewöhnt, über so viel Stecker rumzulaufen. Na, hier hat schon jemand die Rinde abgerissen. Na, ist schön? Macht Spaß? Ja? Sehr gut. Guck mal, da hinten steht der Kürbis. Lass uns mal da hingehen. Lass uns mal da hingehen, ein paar Fotos machen. Nein, oder? Nee, kannst ihn da ruhig stehen lassen, wir kommen zu dir. Ha? Mit den anderen Bäumen noch. Ach so, mit dem Hintergrund da. Ja, stell mal hin. Wir gucken mal mit Cosmo. Wenn Cosmo dann soweit ist, vielleicht will er aber auch erstmal einfach nur auf den Baum klettern. Guck mal, was für ein riesiger Baum. Nee, doch nicht. Was denn? Was gefällt dir nicht? Guck doch mal hier hin. Hier in die Kamera. Nee? Warum nicht? Das werden so schöne Bilder. Hm? Nee? Keine Lust? Geh zurück. Genau, hol mal dein Handy raus. Damit haben wir Licht gemacht. So, wir sind fertig mit Fotos. Jetzt können wir wieder nach Hause gehen. Katzi ist auch ausgetobt. Später könnt ihr bei den Bildern sehen, dass, also ich werde sie auf Insta posten. Ihr könnt sie dann, könnt dann aber sehen, dass er sehr viel Spaß hatte beim Foto machen. Und jetzt will das Kätzchen aber auch langsam wieder zurück. Oder auf den Baum klettern, ich weiß es nicht. Wie wär's mit dem Baum? Hm? Komm, hopp. Ja, mach. Trau dich. Nee? Okay, weiter. Dann geh weiter. Es sei denn, du willst auf den Baum. Das ist Straße. Der ist gefährlich. Und hier zeige ich euch ein paar Ergebnisse aus dem Fotoshooting mit Cosmo. Und fast hätten wir die Kamera verloren. Das war auch richtig gruselig. Wir haben den ganzen Wald danach abgesucht. Und dann haben wir sie doch zu Hause gefunden. Aber keiner von uns beiden kann sich daran erinnern, die Kamera reingebracht zu haben.